Herzlich willkommen zurück zu Tombi. Und ja, öffnen wir gleich mal diese Schatztruhe mit dem 100 Jahre alten Schlüssel. Barmherzige Flügel erhalten. Ja, barmherzige Flügel halt erhalten. Yay, Vogelattacke. Juhu. An der Luft selber abgeprallt. Juhu. Yay. Yay. Hey, wer bist du denn? Na du? Na, was habe ich dir gesagt? Ich hoffe, der alte Knacker konnte dir helfen. Ich? Man nennt mich Jan. Aus dem versteckten Dorf. Aha, wer bist du? Juhu. Na, was gibt's jetzt? Versteckspiel. Oho. Ich verstecke mich gerne. Für gewöhnlich findet mich niemand. Wenn du mich das nächste Mal findest, verrate ich dir mehr. Aber das nächste Mal mache ich es dir nicht ganz so einfach. Das wird ein Spaß. Das gute alte Versteckspiel. Okay, viel Glück. Bis dann. Jo, ciao. Ab in die Dorn. Ich kann da nicht rein, sonst verletze ich mich. So, ich schwinge jetzt hier mal ein bisschen. Was ich ja vorher nicht gemacht habe. Yay. Ich bin ein Swingy-Meister. Nein! Ja, ich bin voll der Swingy-Meister. Ich hab's voll drauf. Ist klar. Nein! Autsch. Fuck you. Ich will nicht durchsichtig bleiben, dankeschön. Wow. Ich möchte so gerne. Ich möchte mich gerne hier umgucken und swingen. Darf ich das bitte? Ich meine, der kleine Junge meint auch ja. Oh Mann, wieso. Nee. Ach, wisst ihr was? Dann scheiße ich jetzt drauf. Da oben war irgendwas ganz Cooles eigentlich, aber. Wow. Darauf habe ich jetzt auch echt keinen. Oh. Und noch eine Pupsblume. Nee, das stinkt. Okay. Weiter geht's. Stirb, Vogel, stirb. Okay, das wollte ich jetzt so eigentlich nicht, aber egal. Yeah, ich hab's geschafft. Da, hier ist die Glocke des 100-jährigen Weisen gewesen. Ich hab sie gefunden. So, und jetzt heißt es zurück. Obwohl, ich glaube, der andere Weg ist. Nee, der ist nicht kürzer und nicht einfacher, also von daher. Hier ist kein Frosch jetzt mehr drin. Sterbt alle. Ich werde euch alle umhalten. Wie der eh echt immer wiederkommt. Das ist voll ätzend. So, ab in die Bäume mit mir. In den Baum besser gesagt. Hallo? Ich verstehe das gar nicht. Müsste eigentlich irgendwo ein Zweig sein, wo er sich festhält. Deswegen. Okay, dann will ich es halt auch so versuchen, mal mit Hallo, mit Schwingen. Lalala, warten wir mal eine Weile, bis ich richtig viel Schwung habe. Yay! Die Geschwindigkeit wurde so hoch, dass der Raum dreidimensional wurde. Haha. Bananen bekommen haben für diesen komischen Typen, ne? Perfekt verwenden. Bananen. Boah, du gibst mir deine Bananen. Danke, du bist ja doch ganz in Ordnung. Ja, ich bin echter Kumpel. Ich war so hungrig, dass ich mich nicht rühren konnte. Ich heiße Charles.
laufen. Das nennt sich tierisches Treiben. Oh Gott, da kann man jetzt echt zweideutig denken. Tierisches Treiben, oh yeah. Hast du es kapiert? Total. Die Taste Viereck und die entsprechende Richtungstaste. Nun, ich muss los. Okay, ciao. Juhu. Yeehaw. Okay, ciao. Ja. Pfui. Genau, wir müssen jetzt den ganzen Weg übrigens nicht zurückgehen, nein. Wir können abkürzen, indem wir einfach die 100 Jahre alte Glocke verwenden. Klingeling. Yay. Denn die bringt uns immer wieder zur Hütte des 100-jährigen Weisen zurück. Ist ganz praktisch. Oh, bist du traurig? Hey, was ist los? Hallo. Oh, du bist verletzt. Lass mich mal schauen. Hä, echt? What the hell? Ich bin doch gar nicht verletzt. Was? Hä? Was ist los? Hä? Du hast noch eine Menge vor dir. Hab Geduld und nimm dich in Acht. Hat er mich jetzt geheilt? Aber ich war doch gar nicht verletzt irgendwie. Also, den check ich nicht. Ganz lustig aus. So. Oh, ich klammer mich an das Seil. Ich hab das Seil ganz doll lieb. Ich knuddel mit dem Seil. Nein, okay. Klettern wir hoch und machen uns auf. Auf unseren Weg weiterhin. Now loading. Ja. So. Lalala, lalala, lalala. Ach ja. Hä, hier war doch mal irgendwas, oder nicht? Hatte ich für falsche Erinnerungen? Okay. Ja, wir rennen auf einem Seil, ist ja auch sehr logisch. Hallo. Ruck, groß genug, Glück, ruck. Hä, was willst du? Anfängerzwergensprache, ahahaha. Scheiße. Okay, und was steht hier? Wald der 100 Blumen. Okay. Ich weiß nicht, wofür die gut sind, aber macht auf jeden Fall Spaß, sie zusammen. Die kriegt man halt immer hier im Laub hin und her so rutscht. Nicht unbedingt immer, aber von Zeit zu Zeit, da kriegt man einen oder wie ihr gerade gesehen habt, vielleicht auch sogar schon zwei. Halt! Halt! Und die muss halt schnell einfangen, bevor die ja, wegfliegen halt, ne? Da, da, da. Blätterschmetterling. Ein legendärer Schmetterling mit Blätterflügeln. Nee, ich weiß echt nicht, was das für ein Viech ist, aber. Jaha. Ich wollte es nochmal angucken. Gut. Okay. Da, 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 da. Blätterschmetterling. Okay, normalerweise rutsche ich hier immer so lange hin und her, bis ich... Hey! Ich krieg auch, ja! Bis ich alle gefunden habe, weil hier kann man so 25 oder so sammeln ungefähr insgesamt. Aber das ist ja langweilig für euch, von daher... Hey, du! Na, das rutsche ich. Grugruf! Okay. Ja! Okay. Yay! Yay! An einer steilen Wand aus Blättern einfach mal eben so hochklettern. Kann ja auch jeder, ne? Muss man eben überlegen, wie lange wir aufnehmen. Da, 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 da. Ja, ist gleich schon wieder soweit. Kann ich gleich schon mal den Part wieder beenden. Ah. Ah, das war knapp, das war verdammt knappe Scheiße. Ah.
Ja! Schon wieder. Zwergesprache Stufe 3. Okay. Und hier geht's zum Zwergendorf. Aber was uns dort erwarten wird, meine lieben Freunde, würde ich sagen, zeige ich euch in diesem Part. Also, bis dann.